Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von World of Tanks. Wieder unterwegs mit meinem Brüderchen, diesmal im Jagdtiger 88 Pack, also 8,8 cm Pack. Sprich Pack Panzerabwehrkanone mit einem Kaliber von 8,8 cm. Heißt es dann wohl auf gut Deutsch komplett ausgesprochen. Wo ist er eigentlich unterwegs? Auf der Tundra. Und mal schauen, wie er sich schlägt. Ich habe ja gehört, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Wir werden es gleich sehen, dass der 88er Jagdtiger, also der 88er Pack, wohl ordentlich reinhauen soll. Was ist denn das hier für ein komischer Zoom? Brüderchen, warum zoomst du so komisch? Hast du Langeweile? Oder willst du bloß ärgern? Mal gucken. Was kann er denn für einen Schaden anrichten mit der Standardbewaffnung? 42er Schaden mit einem 203er Durchschlag. Bei der Goldmumpe sind 240er Schaden mit 237er Durchschlag. Und die High Explosive, die HE, gibt 295 Schaden, aber nur mit 44er Durchschlag. Mal schauen. Also ich würde denn die HE theoretisch dann verwenden für... Was gibt's denn im Gegnerteam, wo jemand es verwenden könnte? Eine Hellcat zum Beispiel. Da ist HE immer schön. Dem AMX-13 würde ich es vielleicht auch noch aufs Auge drücken. KV-85 eher nicht, aufgrund seines Panzerungswerts. Aber Hellcat und AMX wären so die Möglichkeit, wo ich dann die HE-Granate reinschmeißen würde. Oder bei einem Panzer mit wirklich noch sehr, sehr wenig Lebenspunkten. Ist so meine Theorie, wo ich eine HE-Granate draufklatschen würde. Und Brüderchen, so die Frage, stellst du dich dahin, machst eine Falle oder stellst du dich dahin und gehst aktiv auf Jagd? Fallenstellen heißt, würde man wieder halt stehen bleiben, im Fall, dass das eigene Team aufgeraucht wird, damit man die Gegner direkt erwarten kann. Aber es sieht so aus, als würde Brüderchen aktiv auf Jagd gehen. Tatsächlich auch ein Jagdtiger, ne? Und kein Campingtiger. Vergesst, was ich gesagt habe. So. Schauen wir doch mal, wie gut er sich schlägt. Kuschelkurs. 5 Punkte Schaden genommen. Was ist das denn für ein Bullshit? Das war ja... Ach komm, jetzt mal im Ernst. Echt jetzt? Oh, das war schön. Kriegt er nochmal Schaden? Guck mal, da kriegt er jetzt keinen Rammschaden. Das ist ja seltsam. Also das mit dem Rammschaden gerade war, fand ich, verstehe ich nicht. Autschi. So, komm. T44. Kriegst noch eine Kelle. Komm, trau dich. Der traut sich nicht, der Feige. Denn halt den PS3 eins draufflogen. Und noch eine. Tja, PS3, was machst du? Du hast 2 Ziele zur Auswahl. Hast dich wohl fürs Falsche entschieden. T44. Autsch. Oh, guck mal da hinten. Eine Su 100. Komm her. Ah, versteckt sich das Feigling. Okay, IS-3 beschäftigt T44. Dann kann man sich um die Su 100 kümmern. Ja, die kommt nochmal raus. Die kommt nochmal raus. Sag ich doch, da ist er. Er ist noch nicht aufgegangen, aber die wird sich auf jeden Fall raus... Die wird sich nochmal rauswagen. Jetzt eher nicht mehr. Die stehen schon im Cap drin. Was spielt denn Brüderchen hier für eine komische Map? Das ist ja wieder eine komische Aufteilung. Keine Ahnung. Egal was für eine Map. Muss weiter getötet werden. Aber ich gehe mal davon aus, die schaffen auf jeden Fall noch den Reset. Ich beurteile jetzt einfach mal anhand dessen wieder mal vom Datenvolumen her, wie groß die Replays sind. Er selbst, also sein Team, hat nur noch einen im Cap, im gegnerischen, im eigenen, jetzt doch, aber wurde resettet von der Su. Sein Team schreit um Gnade, dass die Hellcat da eigentlich mal rausgenommen werden soll. Allein steht jetzt keiner mehr im Cap drin. IS-3 hat sich aus dem Cap verpisst. Der eigene Tank im gegnerischen Cap wurde mit der Zwischenzeit gekillt. Die Hellcat im Cap ist auch gekillt worden, also ist nur noch die IS-3. K
Cap gefährlich. Oh, 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 ob das klappt? Nein, wohl eher nicht. Hat er sich das auch überlegt, dass das etwas schwierig werden wird, da hochzukommen? Gerade mit kaputten Ketten. Kriegt man ja auch nicht mehr ganz so die volle Geschwindigkeit drauf. So, da ist der IS-3. Er ist aufgegangen. IS-3 hat aber verschossen. Da kommt der Tiger. Der IS-3 wird wahrscheinlich eher Panik vor dem Tiger haben. Die Su hat sich mittlerweile im Genrescher-Team erledigt. Jetzt haben wir drei Teammitglieder im gegnerischen Cap in Schlagdistanz. Der IS-3 flüchtet vom Tiger. Und schön einen draufgebracht gekriegt. Einer im Cap. Abgeprallt. Hat gesehen, wie sie zurückkam. Auch Tiger stand es im Weg. Zwei im Cap. Und ich würde fast sagen, damit auch den Sieg in der Tasche. Ja, also da wird nicht mehr viel passieren. Weil es muss noch einer im Cap. Der T32. Waren eigentlich gerade noch drei? Hat es wahrscheinlich wieder einen vom Gegner zerrissen, vom Hügel aus. T28. Brüderchen schreit, ne? Don't cap, kill all. Sind ja bloß noch drei Leute. Eine Arti, die irgendwo rumsteht. STA. Die Arti vermute ich mal hinten auf der 4. A. Oder auf der A0. Wäre jetzt so mein Verdachtsfall oder meine Verdachtspunkte, wo die sich aufhalten könnte. STA1 und IS3 bekämpfen sich gerade oder fighten sich gerade schön im nahe des gegnerischen Caps. Das wird auf jeden Fall kein Cap-Sieg, das wird ein Killsieg. Da hat es den STA zerlegt. Jetzt heißt es nur noch Arti und T28. Wer kriegt den T28? Der Tiger oder der Jagdtiger? Oh, der Tiger ist dichter dran. Ja, nochmal einen reingewirkt. Jetzt muss Airbus entscheiden, Hügel hoch und von hinten anzugreifen. Während der Tiger den T28 ablenkt. Oder ich wäre wahrscheinlich rückwärtsgang eingelegt. Sprachbug. Um versuchen, den T28 von vorne zu kriegen. Denn der Tiger macht komische Sachen. Der Tiger fährt genau in die Lücke rein, wo er nicht reinkommt. Und stellt sich perfekt in den Weg. Tiger, weg da, Tiger. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt muss noch die Arti finden. Ich sag immer noch A4 oder A0. Ich bin gespannt. Der GW-Tiger versucht natürlich auch die gegnerische Arti zu finden. Der GW-Panther ist es ja. So viele GW-Panzer. So, der eigene Tiger macht keine Anstalten auf Arti-Jagd zu gehen. So, wollen wir schauen. Zwei gegen eins. Beschwert sich der gerade der T28? Zwei gegen eins. Oh, fast richtig. Auf A7. Und der GW-Panther nimmt ihn jetzt wahrscheinlich raus. Jupp. Da hat der GW-Panther den GW-Tiger rausgenommen. Und das war es dann für diese Runde. Da haben wir zwei Kills. Eigentlich eine recht gute Runde, ordentlich Schaden ausgeteilt. Und wir schauen uns mal die Statistiken an und danach geht's dann weiter mit dem zweiten Replay. Bis gleich dann.
So, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde wieder mit dem Jagdtiger 88 unterwegs auf Prokhorovka. Prokhorovka ist genau die gleiche Map wie Feuriger Bogen, nur in taghell, schön und weniger verbrannt. So. Und sie war vorher da. Mal gucken, hat er was am Setting geändert? Ich Los geht's! glaube nicht. Da der. Ah, wir gucken mal. Ja, okay, erstmal typische TD. Position einnehmen, hinten auf K1-2 wäre so die typischste TD-Position, weit hinten und hoffen, dass die Scouts vorne genug aufdecken. Von der Reichweite her, ihr seht es ja, bis circa E-Mitte kommt er rein. Wenn er weiter an der Grenze zwischen K-Linie und J-Linie ranfährt, kommt er direkt bis E rein. KV-2 geht auf Kuschelkurs. Auch nicht schlecht. Das Problem bei höheren Tiers ist eigentlich, finde ich, immer noch die Geschwindigkeit. Man hat einfach nicht mehr genug Speed drauf. Ja. Und wir schauen mal. Also. Diesmal teilt sich das Team mal besser auf. Schnellere Fahrzeuge und Heavys, schnellere auch, schnellere Heavys an der Bahnschiene lang auf unserer Seite. TDs und Heavys. Hier auf dem Spot unten auf K1-2, da wo sie auch immer hinfahren normalerweise. Und ein Teil fährt den Hügel hoch mit einem Scout im Schlepptau, der schon mal guckt, was da alles los ist. Das ist so die eigentlich normale Aufteilung, wie ich sie auch kenne. Wie man sich auch aufteilen sollte. Also Lemming Train-mäßig alles nur auf eine Schiene rüber, auf nur eine Seite rüber. Macht man oder kann man, glaube ich, nur in einem CW machen, also Clan War. Wo man sich auch untereinander absprechen kann, wer geht wo und Ausweichmöglichkeiten und solche Geschichten. Aber hier in den Matches sollte man einfach mal gucken, ne, wo fährt das ganze Team hin, wo fahren andere hin, wo fährt nur einer alleine hin, wo kann ich denn zu zweit mit besser unterstützen, als wenn ich den Lemming Train folge. Ja, der meckert der gegnerische VK 4502A schon mal rum. Quatsch, halt's Maul. Weiter geht's. Spiel ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Artet es in einer Campingorgie aus? Vom Datenvolumen her fast genauso viel wie in der letzten Runde. Unterschied von 100 kb nur. Da ist der Leo. Brüderchen wartet immer noch auf den E25. Da kommt ein Tiger. Schön. Haben wir eigentlich eine. Doch, wir haben eine Art hier im Gegnerteam. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass die Art hier normalerweise blind irgendwo reinschießt. Er kriegt Besuch vom Jagdtiger. Und vom E25 ist er natürlich offen. Könnte theoretisch wieder verdeckt sein. Na, da ist er wieder offen. Löwe vor ihm. Alles da vorne. Wir haben einen Löwe, einen Jagdtiger, einen Tiger 2, einen E25. Lorraine Arty steht wahrscheinlich irgendwo anders. Aber es kommt alles von vorne. Da ist der Löwe. Der Jagdtiger steht wahrscheinlich. Pi mal Daumen. B2, A2. Das ist so das CD-Versteck. Da könnte aber auch die Lorraine stehen. Arty steht auch gerne A2 hinten im Gestrüpp drin, aber von da aus kann sie überall hinwirken, wenn die Reichweite es vorgibt. Bis jetzt steht's noch eiserne 2 zu 2. Indienpanzer, deutscher Scout, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Was haben wir denn da alles? Also, jetzt haben wir da einen Leopard, einen Indien, einen Löwe, einen Tiger 2, einen E25 und den Jagdtiger 88 in der hinteren Position. Die Lorraine steht da wahrscheinlich auch noch irgendwo in derselben Ecke. Panzer 4S steht auch da. Was tummelt sich? Das heißt, das ganze Team steht fast auf dieser Seite. Ich rechne mal, wir kalkulieren mal durch. Also,
Panzer 4S steht da. Da steht ein E-25. Da steht der Jagdtiger 8-8. Da steht der Indienpanzer. Da steht ein da steht ein Tiger 2. Da steht ein Löwe. Und die Lorraine hat sich schon verpieselt. Die ist schon gekillt worden. Wir haben also noch 6 Panzer da zu stehen, die nur auf dieser Position sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also fast das halbe Team steht nur an dieser Ecke. Und tummelt sich da. Das heißt, die andere Hälfte wird sich wahrscheinlich auf dem Hill prügeln. Jetzt würde ich fast sagen, wenn ich jemals einen CW spielen würde. Okay, E25 hat sich gerade verpisst. Der steht also nicht mehr in der 6er-Gruppe drin, der steht jetzt in der Mitte. Aber T26 und T34 können auf jeden Fall durch die Mitte jetzt durchdrücken. Ganz im Ernst. Da steht nur der E25, weil das halbe Team steht beim Löwen, das andere halbe Team steht hinten am Hill. Die können theoretisch durchdrücken. Wäre jetzt meine Vermutung. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Gerade die, die mehr Ahnung von WoT haben als ich. Aber das wäre jetzt so meine Vermutung, dass die da stehen. Viel Glück. Teilen sie sich. Die werden sie nicht großartig aufteilen. Braucht aber einen Scout vorne. Wer könnte scouten? Niemand. T34 könnte vielleicht scouten. T32 macht's jetzt aber. Aber eher weniger aus, ich möchte scouten, als aus der Primärs heraus, ich will Freunde Ärger machen. Löwe in ihrem Panzer Tiger 2 stehen immer noch da. Und der Jagdtiger 8-8 wahrscheinlich auch noch immer hinten auf der 2er Linie auf AB. So, was machen denn T34 und KV3 da? Jetzt geht doch mal nach vorne und macht den E25 weg. Ganz im Ernst, ihr seid 2 dicke Heavys. Ihr habt da nur ein E25. Das muss doch zu klappen sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ihr da so Probleme habt. Ich weiß gar nicht, habe ich den Kameramod drin? F3? Nö. Die können doch da nicht so die Probleme haben. Okay, KV3 ist mit dem Stockturm unterwegs, aber scheiß drauf. Das hat trotzdem noch Feuerkraft hinter. Weil so langsam rutschen jetzt Löwe, Tiger nämlich auf eine Seite rüber Richtung T32, wo sie Probleme machen. Aktuell haben sie nur aufgehalten. Jetzt ist natürlich das Problem, Hügel ist verloren. Das ist der Indien gewesen. So, der ist noch unterm Hügel. Jetzt kommt er hoch. Ja, KV3 zieht sich auf jeden Fall zurück. Wegen der restlichen Leute, die da kommen. T34. Lieber T34, fahr doch mal bitte Richtung Bahnschiene beim eigenen Cap. Da haben wir einen Jagdtiger, ist weiter vorgefahren. Aua. Autsch. Ja, damals schon mal mit dem T34. Guck mal, gibt zwei T34er. Einmal T34 Medium und einmal ein T34 Heavy. Das ist ja seltsam. Ja, gibt es. Komisch. Muss ich mir echt mal einen Baum anschauen, was das für zwei Panzer sind. Zwei Panzer der Bezeichnung T34. Das ist schon seltsam. Einmal als Heavy und einmal als Medium. Aber der KV3 hält da zumindest das gegnerische Team soweit auf, also zumindest den gegnerischen T34. Wir wissen ja, der E25 ist vorne und der Panzer 4S wuselt, da ist er. Nicht ganz da, wo ich jetzt gerechnet hätte, weil gedacht hätte, dass er sein würde. Ich hätte es mehr auf die Viererlinie geschätzt. So, jetzt noch den E25. Hat es ja doch geklappt. Mit dem Geduldsspiegel. E25 wird sich vermutlich schon auf die andere Seite der Bahnschiene zurückgezogen haben.
T-34 ist von hier aus für viele Leute gefundenes Fressen, sobald er sich über die Schiene rüber wagt. Und das reicht ja. Für ein Draw, okay, aber es reicht dafür, um zu siegen. Wenn jetzt der Tiger weiter hinten rumfährt und ins Cap reingeht, reicht es für einen Sieg. Weil der T-34 auf jeden Fall daran gehen, da wird über die Schiene rüber zu kommen. Durch den KV-3, durch den KV-2. Durch den, naja, der Rheinmetall wird sich vermutlich, ich vermute mal, dass sich der KV, dass sich der Rheinmetall auf den T-34 einaimt, Pi mal Daumen, und die Arti auf den E-25. Wäre jetzt meine Vermutung. Wenn der E-25 ein guter Fahrer ist, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich wäre mit meinem E-25 wahrscheinlich schon wieder längst Richtung eigenes Cap gefahren, um eben genau sowas wie den Tiger 1 abzufangen oder versuchen abzufangen. Mal gucken, wo wir einen E-25 finden werden. Ist zwar, ich sag mal, nicht gerade gut, jetzt alleine mit einem E-25 versuchen, das Cap zu resetten und auch sauber zu halten, aber auf den Versuch käme es an. Aber der ist nicht nähe Cap, okay. Wollen wir mal gucken, wo sich der E-25 aufhält. Schon mal nicht mehr diesseits der Schiene. Mal gucken, ob er es auf der Seite irgendwo ist. Vielleicht hat er sich auch einfach versteckt hinten auf die Insel hoch. In der Hoffnung, ja, die werden jetzt durchcappen und werden mich hoffentlich am Leben lassen. Dass ich weniger Geld für Reparatur ausgeben muss. Einfach um zu überleben nur. Wäre auch eine Möglichkeit. Wie steht's? 2 Kills, aber fast 4000 Schaden ausgeteilt. Hier war ja auch genug zum Beschießen da von großen Jungs. Wo hat er sich versteckt? Aber es ist egal. Der Plan ging auf, vom E25 zumindest, dass er die Runde überlebt hat. Ich sag mal, wir schauen uns jetzt die Statistiken an. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann spätestens am Sonntag zum Impro-Video wieder. Der Monat ist ja schon zu Ende. Also, bis denne. Tschüss.